Das sind die LTV-Themen am Dienstag. Sensible Hilfe, 20 Jahre Schulsozialarbeit in Cottbus. Sensible Hände, filigrane Kunstwerke im Wendischen Museum und sensibles Thema. Krebsvorsorge rettet Menschenleben. Mehr dazu gleich hier im Anschluss. Wir machen Volldampf für die Lausitz. Steigen Sie ein und erleben Sie eine besondere Art des Reisens. Historische Sonderzugfahrten des Lausitzer Dampflokclub e.V. Mehr über interessante Reiseziele, die aktuellen Termine und Buchungsmöglichkeiten unter lausitzerdampflokclub.de. Guten Abend zu LTV aktuell am Dienstag. Stammzuschauer werden es wissen. Heute ist der Tag, an dem wir traditionell aus dem Cottbuser Rathaus berichten. Unser Videojournalist Sascha Thor war vor Ort. Seit fast 20 Jahren betreuen Sozialarbeiter Cottbuser Schulen. Ein Jubiläum, das in dieser Woche gefeiert wird. Die Festveranstaltung ist am Freitag um 10 Uhr im neuen Stadthaus. Eine kleine Feier zwar, wie Bildungsdezernent Bernd Weiße heute betonte, der Stellenwert der Arbeit ist aber so hoch wie noch nie. Diese Arbeit läuft ja immer etwas im Verborgenen. Es geht um einzelne Schicksale, um einzelne Charaktere. Das kann man nicht immer öffentlich darstellen. Insofern glaube ich, ist so ein Moment auch wichtig, dass man deutlich macht, da ist etwas 20 Jahre lang entwickelt worden und hat von der Bedeutung zu Ergebnissen und zu Erfolgen geführt, die man nicht immer, wie gesagt, benennt, aber die mal nach 20 Jahren auch mal raus müssen. Und deswegen bin ich da sehr zufrieden damit, dass diese kleine Feier diesen Fokus noch mal setzt. Sie lösen Konflikte mit Lehrern, Mitschülern und Eltern und arbeiten präventiv gegen Gewalt und Mobbing. Für die Stadt ein unersetzlicher Baustein im Schulsystem. Die Altvorstellung, Kreide, Lehrer, Tafel und ein paar Kinder dazwischen, das ist längst überholt. Wir brauchen also Struktursysteme, die insgesamt die soziale Gerechtigkeit verbessern helfen, die dafür sorgen, dass Kinder, egal woher sie kommen, gleichberechtigte Chancen haben auf Bildung und auf Entwicklung. Seit 1993 hat die Stadt 55 Schulsozialpädagogen beschäftigt. Aktuell werden 12 Stellen finanziert. Sie sollen auch in den nächsten Jahren erhalten bleiben. An dieser Stelle zwei Cottbuser Personalien. Die Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH hat einen neuen Geschäftsführer. Seit Anfang dieses Monats führt Jens Schober das Tochterunternehmen der Stadtwerke. Er löst Jürgen Frieser ab, der den Stromversorger seit 1991 geführt hatte und in den Ruhestand geht. Mirko Wohlfahrt wurde auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Turnliga in Fulda als Abteilungsleiter wiedergewählt. Er ist damit gleichzeitig Vizepräsident Sport im Bereich Männer. Der ehemalige Cottbuser Leistungsturner geht mit dieser Wahl schon in die 5. Legislaturperiode. Mirko Wohlfahrt ist derzeit als Direktor mit der Vorbereitung des Turniers der Meister beschäftigt, das vom 21. bis 24. März in der Lausitz Arena stattfindet. Soweit dazu. Auch wenn es draußen noch nicht so aussieht, bis Ostern sind es nur noch rund 4 Wochen. Hier also schon mal eine kurze Einstimmung. Am vergangenen Freitagabend öffnete im Wendischen Museum in der Mühlenstraße 12 die Ausstellung Glas und Ei gehen leicht entzwei. Die sorbische Künstlerin Birgit Patuka aus Bergen bei Hoyerswerda stellte ihre Glas- und Porzellanmalerei vor. Zwei Vitrinen waren für die Künstlerin reserviert, wo sie ihre filigranen Meisterwerke ausstellte. Mit dem heutigen Tag, dem 22.02., beginnt hier in Cottbus in der Mühlenstraße 12 im Wendischen Museum eine neue Ausstellung, Glas und Ei gehen leicht entzwei. Der Titel setzt sich zusammen aus Glas und Ei. Glas steht für mein Handwerk, die Glasmalerei, Porzellanmalerei. Und das Ei steht natürlich für den Osterbrauch, das Ei in der Wachstechnik bzw. auch Tuschetechnik. Lassen Sie sich einfach verzaubern und kommen Sie bis zum 7.04. hierher in die Mühlenstraße und besuchen Sie die neue Ausstellung. Matthias Kiesling und Peter Vogt sorgten für den musikalischen Rahmen. Ja.
Ja, also wie gesagt, die Ausstellung ist noch bis zum 7. April geöffnet. Zeit genug also, um sich die kleinen Kostbarkeiten im Wendischen Museum in der Mühlenstraße einmal genauer anzuschauen. Für die Februarausgabe des Magazins KBS Regional TV übergebe ich nun an meinen Kollegen Dennis Kettlitz. Eine neue Ausgabe von KBS Regional TV. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Zu unserem ersten Thema. Über 500.000 Menschen erkranken jährlich in Deutschland an Krebs. Über 200.000 von ihnen sterben daran. Das sind dramatische Zahlen und auch hier in Südbrandenburg ist die Entwicklung beängstigend. Wir sprachen dazu mit der Chefärztin der Gynäkologie am Krankenhaus Spremberg. Wir besuchen das Krankenhaus Spremberg, eines der drei Prosper-Netzkrankenhäuser in der Lausitz. Wir wollen mehr wissen über Krebserkrankungen bei Frauen, zur Vorsorgeuntersuchung und zu den aktuellen Entwicklungen. Ich treffe Sabine Manker. Sie ist die Chefärztin der hauseigenen Gynäkologie. Welche Vorsorgemaßnahmen sollten Ihrer Meinung nach Frauen unbedingt beachten? Frauen sollten eigentlich regelmäßig jedes Jahr zur Krebsvorsorgeuntersuchung bei ihrem Frauenarzt erscheinen. Dort wird ein Abstrich vom Muttermund gemacht. Zur Krebsvorsorge gehört aber unter anderem auch, dass die Brust mit untersucht wird und der Stuhlgang auf Blutauflagerungen. Das ist eine freiwillige Untersuchung, aber ich denke, in allen Arztpraxen liegt Informationsmaterial aus, um die Wichtigkeit dieser Untersuchung nochmal klarzustellen und die Frauen aufzufordern, wirklich in regelmäßigen, wenn es geht, jährlichen Abständen zur Untersuchung zu kommen. Häufigste Krebsart bei Frauen ist der Brustkrebs. Jährlich erkranken über 70.000 Frauen in Deutschland neu daran. Also früher wurden alle Frauen jährlich angeschrieben, da war das noch so üblich. Und der Grad der Untersuchungen war wesentlich höher. Unmittelbar nach der Wende haben wir bemerkt, dass es da doch zu größeren Abständen unter Umständen gekommen ist. Und wir haben da leider auch Krankheiten wieder auftreten sehen, die schon jahrelang nicht mehr aufgetreten waren. Zum Beispiel das Zervixkarzinom, also der Gebärmutterhalskrebs, um den es ja geht bei der Muttermundsuntersuchung. Und das haben wir halt nach der Wende zunehmend wieder bemerkt. Und dadurch, dass die Patientinnen oder die Frauen nicht mehr direkt aufgefordert werden, zur Untersuchung zu erscheinen, ist es leider so, dass jährliche Untersuchungen nicht immer üblich sind. Jede vierte betroffene Frau ist bei der Diagnosestellung Brustkrebs jünger als 55 Jahre. Weltweit erkranken jährlich bis zu 1 Million Frauen an Brustkrebs. Wann wird es gefährlich, wenn ich was fühle? Also jede Frau sollte ihre Brust in regelmäßigen Abständen selbst untersuchen. Typischerweise sollte man das nach der Regelblutung machen. Frauen wissen, dass zur Zeit der Regelblutung die Brust etwas angeschwollen und schmerzhaft sein kann. Danach lässt das wieder nach. Und um immer einen gleichen Untersuchungsbefund an der Brust zu haben, ist es sinnvoll, das immer zum gleichen Zeitpunkt nach der Regel zu machen. Dazu sollte die Brust abgetastet werden, mit erhobenen Armen zum Beispiel auch. Die Brustkontur im Spiegel zum Beispiel betrachtet werden. Und wenn man dann Auffälligkeiten tastet, irgendwelche Knötchenbildungen in der Brust oder Auffälligkeiten an der Haut oder der Oberfläche der Brust, dann sollte man den Frauenarzt aufsuchen. Es gibt verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten. Doch wann ist welche die richtige? Zu uns kommen die Frauen meistens schon mit der abgeschlossenen Diagnostik. Das wird in der Ambulanz bereits betrieben. Dazu dient die Ultraschalluntersuchung der Brust und die Röntgenuntersuchung der Brust, also Sonographie und Mammographie. Bei einer Mammographie wird mit weichen Röntgenstrahlen, also anders als zum Beispiel, wenn Knochen untersucht werden, die Brust, die ja ein Weichteilgewebe ist, untersucht. Dabei wird die Brustdrüse in ein Gerät eingeklemmt, möchte ich mal sagen, etwas komprimiert. Das tut ein bisschen weh, aber das dient dazu, dass die Strahlendosis relativ gering gehalten werden kann und man ein klares Bild erzielen kann. Frauen sollten also jährlich ihren Frauenarzt aufsuchen und auftretende Unregelmäßigkeiten frühzeitig untersuchen lassen. Denn 80% der Brustkrebserkrankungen sind heilbar und dabei oft brusterhaltend. Ja, Sie sehen, mit frühzeitiger Erkennung und vor allem mit Vorsorgeuntersuchung kann man so manchen Krebs besiegen. Was es sonst Neues gibt, das sehen Sie wie immer jetzt in unseren Kurzmeldungen.
Kleine Besucher zu Gast bei großem Sozialversicherer. Das Zampern ist eine alte sorbische Tradition in zahlreichen Dörfern der Lausitz. Vertreiben soll es den Winter sowie den Frühling empfangen. Lustige Gesellen in bunten Kostümen und zum Teil gruseligen Masken ziehen durch die Städte. Traditionell besuchte die Kita Villa Kunterbund aus Cottbus die Mitarbeiter der Knappschaft Bahnsee. Die Knappschaft ist Doktors Liebling. Bei Deutschlands größtem Krankenkassenvergleich belegte die Knappschaft in der Kategorie Doktors Liebling den 2. Platz. Er wird jährlich von der Zeitschrift Focus Money erhoben. Die Kategorie Doktors Liebling bewertet das Verhältnis zwischen den einzelnen gesetzlichen Krankenkassen und den Ärzten. Seit dem 1. Januar diesen Jahres ist ja die Praxisgebühr weggefallen. Und nun glaubt so mancher Patient, auch seinen Facharzt wieder ohne Überweisung besuchen zu können. Das mag zwar rechtlich richtig sein, aber ist es aus medizinischer Sicht wirklich ratsam? Wir wollten mehr dazu wissen und sprachen mit der Hausärztin Dr. Stefanie Lenke. Mit der Abschaffung der Praxisgebühr glauben viele Patienten nun wieder direkt, ohne Überweisung zum Facharzt gehen zu können. Auch wenn es keine Verbote dafür gibt, sollte dieser Schritt gut überlegt sein. Der Hausarzt hat weiterhin eine wichtige Lotsenfunktion. Dr. Stefanie Lenke ist niedergelassene Hausärztin in Südbrandenburg. Auch ihre Patienten glauben nun wieder direkt zu anderen Fachärzten gehen zu können. Doch ist das der richtige Weg? Ja, ich sage mal, es gibt sicherlich Fälle, wo man das als Patient sehr gut einschätzen kann, wo das vielleicht auch durchaus Sinn macht. Aber wie gesagt, wir haben auch eine sehr, sehr große Anzahl Patienten, die eben, wie gesagt, Probleme haben, die eine Niereninsuffizienz haben, also eine Nierenschwäche, die Leberprobleme haben, die Medikamentenunverträglichkeiten haben, Allergien haben. Und da ist es oft so, dass es für den Facharzt in der Regel, sage ich mal, zu aufwendig, zu kompliziert ist, das alles zu eruieren, die Anamnese zu erheben. Und da ist es einfach sinnvoller, wenn der Patient mit einem gezielten Überweisungsschein irgendwo hingeht, weil dann auch der Facharzt sich darauf verlassen kann, dass ich ihm wichtige Informationen quasi dann zur Verfügung stelle. Manche Patienten glauben, mit einem vorherigen Hausarztbesuch bekommen sie vielleicht keine Überweisung zum gewünschten Facharzt. Also ich denke, jeder Patient, der eine Überweisung haben möchte, bekommt die auch. Es ist sicherlich so, dass manchmal die Vorstellung des Patienten, wo er hingehört, und das, was wir dann im Prinzip bei der Untersuchung feststellen, durchaus manchmal nicht ganz parallel gehen. Ich sage mal zum Beispiel, Patient, der Brustschmerzen hat, denkt sofort an einen Herzinfarkt. Es kann aber genauso gut sein, er hat sich vielleicht nur die Rippe ausgerenkt oder irgendwo verzogen. Dann muss er natürlich nicht zum Kardiologen. Ja, aber ich denke mal, so generell kommt jeder Patient auch die Überweisung. Also das würde ich eigentlich garantieren wollen. Doch wie ist es in Bezug auf verschreibungspflichtige Medikamente? Kann diese auch der Hausarzt verschreiben? Oder ist dann doch der jeweilige Spezialist notwendig? Also es gibt sicherlich Spezialmittel, die in der Erstverordnung durch einen Facharzt erfolgen sollten müssen. Aber es gibt durchaus dann die Möglichkeit, dass der Facharzt das dann abgibt und sagt, es reicht mir, wenn Sie alle halbe Jahre kommen. Und zwischendurch kann das der Hausarzt machen. Also das wird sicherlich von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Der Patient sollte auch darauf achten, dass er notwendige Informationen über seinen Krankheitsverlauf auch von seinem Facharzt schriftlich erhält. Ja, es ist so, wenn ich einen Patienten zum Facharzt überweise, bekomme ich in der Regel eine Rückantwort, also einen Arztbrief, wo die wichtigsten Daten zu seinen Behandlungen drinstehen. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass man so einen Arztbrief bekommt, denn spätestens wenn der Patient einen Antrag stellt beim Versorgungsamt, wenn die Kasse anfragt oder wenn irgendwelche Versicherungen anfragen, dann ist es schlecht, wenn man praktisch nichts in der Hand hat. Ja, und dann ist es auch für den Patienten manchmal nicht einfach. Das kann sein, dass er dann seinen Rentenantrag abgelehnt bekommt oder dass eben beim Versorgungswerk die Angaben nicht ausreichen. Da ist es schon wichtig, dass wir auch Unterlagen vom Facharzt zurückbekommen. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen, der Hausarzt hat weiterhin eine wichtige Lotsenfunktion. Nutzen Sie diese bitte auch, denn genau er weiß über Ihr Krankheitsbild am besten Bescheid. Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihr Zuschauen. Schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin vor allem, bleiben Sie gesund.
Zum Schluss unserer heutigen Sendung noch eine aktuelle Polizeimeldung. In Kleinköris wurde gestern Morgen ein weißer Kleintransporter Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen M-ML1187 gestohlen. Dieser war mit Flüssigsauerstoff beladen. Wie jetzt bekannt wurde, geht von dem Behälter im Laderaum bei nicht sachgemäßem Umgang eine erhebliche Gefahr aus. Der Sauerstoff führt beim Austritt zu sofortigen Erfrierungen und ist hochentzündlich. Der Gesamtschaden wurde mit 80.000 Euro angegeben. Soweit für heute. LTV gibt's morgen wieder zur gewohnten Zeit ab 17.45 Uhr. Bis dahin Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Täglich viel auf den Beinen? Und wie sind die so drauf? Eine Lösung für fleißige, aber strapazierte Beine heißt MJ One by Medi. Die einzigartige Verbindung aus Ästhetik und Funktion. Das ist die gelungene Kombination aus Kompression und dem modischen Gespür von Stardesigner Wolfgang Job. MJ One ist mehr als ein Strumpf. Er schenkt ihren Beinen Leichtigkeit, setzt sie perfekt in Szene und leistet aktiv einen Beitrag für ihre Gesundheit. Das belebende Gefühl und der perfekte Look geben ihnen die Gewissheit, gleichzeitig etwas Gutes und Modisches für die eigene Gesundheit zu tun. In Cottbus und Umgebung nur exklusiv bei Seidel, Ihr Gesundheitshaus, weil Sie einmalig sind. Verschenken Sie nicht Ihr Geld. Mit der Vereinigten Lohnsteuerhilfe sind Sie auf der sicheren Seite. Herr Hönsch, Ihre Beratungsstelle hat ja einen großen Informationstag jetzt in den nächsten Tagen. Was erwartet unsere Zuschauer denn am 2. März? Am 2. März führt unser Lohnsteuerhilfeverein, die Vereinigte Lohnsteuerhilfe, bundesweit in über 1200 Beratungsstellen einen Informationstag durch. Natürlich auch bei uns in Cottbus-Sachsendorf. Wer sollte sich denn eigentlich angesprochen fühlen und um welche Themen geht es am Informationstag? Angesprochen sollten sich fühlen Arbeitnehmer, Beamte, Auszubildende, Rentner, aber auch Arbeitssuchende. Antwort erhält man bei uns, ob ich eine Steuererklärung abgeben muss, wie ich reagieren sollte, wenn ich eine Aufforderung vom Finanzamt erhalte oder welche Änderungen gibt es im Steuerrecht, Elterngeld oder Kindergeldrecht. Da sind viele interessante Themen. Wann geht es denn genau los? Es geht los am Samstag, den 2. März von 10 bis 16 Uhr hier bei uns in Cottbus-Sachsendorf. Vielen Dank. Informieren Sie sich in der Beratungsstelle von Hartmut Hönsch in der Heinrich-Mann-Straße 12 oder telefonisch unter Cottbus 52 59 41. Jetzt im Frankie's Diner 2 für 1 im ganzen Februar. Bis 19 Uhr 2 Hauptgerichte essen und nur eins davon bezahlen. Ab 19 Uhr 2 Cocktails zum Preis von einem. Das Angebot gilt den ganzen Februar 2013. Das Wetter präsentiert Ihnen die Lagune, das Sport- und Freizeitbad in Cottbus. Grau und trübe, mehr war vom Dienstag nicht zu erwarten. Mit Temperaturen, die kaum über die 2 Grad hinausgingen, war es auch für manchen Vierbeiner deutlich zu kalt. Bedeckt bleibt es auch in der Nacht, dazu kommt örtlich Nebel mit Glättebildung. Die Werte sinken dabei auf den Gefrierpunkt, immerhin Schneefall bleibt uns erspart. Der Mittwoch bringt kaum Abwechslung, weiterhin bleibt es kalt bei 1 bis 2 Grad und die Sonne lässt sich vorerst auch nicht sehen. Das Wetter präsentierte Ihnen die Lagune. Alle Angebote finden Sie unter lagune-cottbus.de.
www.hoerfrequenz.de. Thank you.